und herzlich willkommen zurück zu God of War. In der letzten Folge haben wir ein wenig Probleme gehabt, beziehungsweise ich hatte ein wenig Probleme, die Kiste zu öffnen. Das war aber auch eine Tortur. Und dann habe ich dabei natürlich feststellen müssen, dass wir sogar sprinten können. Ja, und jetzt müssen wir... Oh Gott, ist das das Viech da hinten? Müssen wir einen wilden Eber erledigen. Okay. Oder er muss ihn erledigen. Schieße kontrolliert. Ganz zurückziehen. Wildschweinhaut ist dick. Ja, geh ein bisschen runter. Ich hab getroffen, oder? Es sieht aus, als wäre er einfach abgeprallt. Ist der Keiler magisch? Hm. Was meinst du? Er sah nicht wie ein normaler Keiler aus. Dann hinterher. Und wenn der sich wehrt? Was machen wir dann? Bleib wachsam. Oh, Scheiße. Mehr von diesen Leuten? Etwas anderes. Oh oh. Ich glaube, das war gut, dass ich in der letzten Folge eine Pause gemacht habe. Das sieht mir jetzt irgendwie wie eine Falle oder sowas aus. Können wir da hinten auch rum? Da hinten ist ein Rabe, ich weiß nicht. Zeigt der uns an, dass hier irgendwas Wichtiges ist? Auf jeden Fall sieht es ein bisschen eklig aus. Ah, Moment, hier ist auch noch was. Okay, sehr schön. Ah, da hinten ist nichts mehr, ne? Nee. Ja, ja, geh du mal voraus. Ich komm mal irgendwann nach. Okay, das ist richtig verbarrikadiert. Da müsste man aber... Ja. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die nicht jetzt gleich alle aufstehen. Das weiß ich noch nicht, Kleiner. Ich muss mal gucken, wo ich was finden kann. Beziehungsweise, wo ich was einsammeln kann. Der braucht das nicht mehr. Aber die kann man auch nicht im Vorfeld zerstören. Also mir gefällt die Farbe, ehrlich gesagt, von denen nicht. Hast du gedacht, wa? Arschloch. Ich wollte gerade sagen, warum ist der denn jetzt hier so im Stocken? Hier. Ah, wie war das nochmal? Erst runter durch. Ah, nee. Können wir so. Ich schaff das. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Ellbogen hoch, Hand ruhig, entspannen. Mhm. Präzision vor Tempo. Ja! Verlieren nicht. War das jetzt sein Messer? Junge? Kleiner, wo bist du? Oh je. Junge! Das sieht nicht gut aus. Wo bist du? Schnell, Vater! Ja, wohin? Ich kann mich nicht beeilen. Ich will gucken, ob ich noch was einsammeln kann. Und da geht's, glaube ich, rum. Oder geht's hier rum? Nee, da kann ich noch rein, glaube ich, oder? Wobei, hier ist Blut. Ich weiß nicht.
Atreus! Er wird langsam! Ist da noch irgendwas? Ach nein, da wollte ich gar nicht rum. Oh. Wieso kann ich ihn jetzt nicht mehr rufen? Hallo? Hallo? Atreus! Dachte ich mir schon, dass ich falsch bin. Wo bist du? Eieiei. Was hast du getan? Es tut mir leid. Atreus! Ups. Wir wussten nicht, dass er dir gehört. Tut er nicht. Er ist mein Freund. Der Junge tat, was ich ihm sagte. Dann hilf mir jetzt. Hier halten, bitte. Halten, er verliert Blut. Der Letzte seiner Art und ihr schießt auf ihn. Seid ihr so hungrig? Zielübungen. Zielübungen? Es tut mir so leid. Weiter Druck ausüben. Ich bin schuld. Ich hätte aufpassen sollen. Stirbt er? Das werde ich nicht zulassen. Du, der Pfeil hat eine Arterie durchtrennt. Finde beide Enden und halte sie fest. Fange links an. Greifen und halten. Nun die rechte Seite. Halt sie fest. Gut. Jetzt zieh sie zusammen. Aneinander. Sunan. Fokka. Du bist eine Hexe. Hier kann ich ihn nicht ganz heilen. Mein Haus ist gleich hinter den Bäumen. Trägst du ihn? Er darf nicht sterben. Gut, er scheint das erste stabil zu sein. Greifa. Hier lang. Ja, jetzt müssen wir wohl doch ein anderes Abendessen suchen. Okay, es waren ja nur Zielübungen. Aber ich komme so ein bisschen vor wie Obelix. Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Ich habe euch hier im Wald noch nie gesehen. Sie muss dich vermissen, so weit weg von zu Hause. Sie ist tot. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Das war ihr letzter Wunsch. Junge. Das tut mir wirklich leid. Sind das nicht die gleichen, die da vorne rumwatscheln? Ich kann nicht so schnell, tut mir leid. Du wohnst in einem Baum? Nicht darin. Darunter. Hey, Billy! Schau! So! Ist schon gut. Ist cool. Darf ich die Runen hier rechts nicht mal angucken? Hallo? Ist der nett? Mann. Junge. Es droht keine Gefahr. Versprochen. Naja, bei der Größe wäre ich mir da nicht so sicher. Genau, lass dich mal streicheln. Er ist harmlos. Oder melken. Oder so. Ich werf dir das Viech vor die Füße, wenn du mich angreifst. Das haut dich dann mit den Hörnern. Also, das piekst dich auf mit den Hörnern. Vielleicht merkst du auch gar nichts davon. Schnell. Ja, ist ja gut. Ich knall schon nicht mit dem Kopf dagegen. Ich leg ihn auf den Kreis da. Halt ihn ruhig. Lebst du allein? Es ist besser so. Ja, mein Vater mag Leute auch nicht. Junge. Aber stimmt doch. Halt ihn ruhig, er verletzt sich selbst. Gut. Ruhig. Ruh dich aus.
Ich brauche zwei Dinge. Frische Rotwurzel wächst hinter dem Haus. Bringst du mir ein Büschel davon? Was noch? Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur. Oder seiner eigenen. Das geht dich nichts an. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen. Glaub mir, ich weiß es. Wenn sie euch finden, was sie werden, wird es sehr schwierig. Der Junge wird Fragen stellen. Das ist dann mein Problem. Was auch immer du verbirgst, du kannst ihn nicht ewig beschützen. Aber du hast recht. Geht mich nichts an. Ich brauche auch Gartenschaumkraut. Eine weiße Blume in meinem Garten. Eine Handvoll. Klar. Gartenschaumkraut. Ich kenne nur Wiesenschaumkraut. Blumen mit weißer Blüte pflücken. Sollen wir die jetzt alle pflücken oder reicht eine? Sie hat ja gesagt, eine Handvoll. Ja, in ihren Garten, hat sie gesagt. Wo ist denn der? Ist doch das alles hier, oder? Eine weiße Blume. Beziehungsweise weiße Blüten. Irgendwo finde ich das doch bestimmt. Hat die das alles selbst angepflanzt? Und alles Kräuter, die man nicht kennt. Okay. Wo ist denn die Blüte? Da ist was Weißes. Oh, das sind Fische. Okay. Hier scheint man auf jeden Fall gut fangen zu können. So wie es aussieht. Ich will jetzt hier nichts kaputt machen. Ich bin doch jetzt hier kein Arsch, ne? Wir schauen uns hier mal ein bisschen um, bis ich was gefunden habe. Da sind auch weiße Blüten. Ah, sehr schön. Reicht eine, oder? Können wir die anderen auch noch machen? Nee, können wir nicht. Ah, die wohnen so wunderschön hier. Muss man sich doch mal ein bisschen umschauen. Ach, schön. Ich würde am liebsten tauschen. Moment, hier war der Eingang, ne? Gartenschaumkraut, gut. Hast du auch die Rotwurzel? Der Junge sucht danach. Vielleicht könnte er Hilfe brauchen. Bitte, ohne die beiden Zutaten ist die Salbe nutzlos. Hm. Oh, ich sehe schon kommen. Die beiden fangen nachher doch was miteinander an. Die benehmen sich so knuffelig miteinander. Wo war der Kleine denn jetzt? Rotwurz, hat sie, glaube ich, gesagt. Ne, da hinten. Hat er was gefunden? Hast du was gefunden, Kleiner? Du sollst hier rausziehen, nicht damit spielen. Hilft das hier? Wann habe ich... Bei der Jagd auf das Tier. Was ist los mit mir? Wenn ich... es verloren hätte. Du hast es verloren. Da hat er recht. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Hat der das nicht schon mal gesagt? Zur Hexe zurückkehren. Okay. Trotz, dass ich keinen Rotwurz habe. Na gut. Kommen halt mit leeren Händen wieder. Werden wir wieder ausgemeckert. Der Kleine kommt gleich. Ist schon da. Okay. Ja, genau was ich brauche. Wird er überleben? Ja. Dann gehen wir. Halt! Ich will euch danken. Hm.
Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor denen, die eure Reise stören könnten. Lena. Lena. Hey, Millie. Es gibt eine Abkürzung unter dem Haus, über die ihr sicher aus dem Wald kommt. Geht den Weg nach unten und dann auf das Licht zu. Sehen wir dich wieder? So oft oder selten, wie ihr wollt. Und jetzt fort mit euch. Komm, Junge. Ich will wieder zurück. Bringt euch wieder zurück auf euren Weg zum Berg. Nehmt einfach das Boot. Moment. Und nehmt den hier. Er dient euch in der Welt zur Orientierung und Navigation. Und wird euch immer zu euren Zielen führen. Okay. Also wir haben einen Hexenkompass erhalten. Können wir auch wieder zurück? Ich will wieder zu ihr zurück. Die war so cool. Ich würde lieber mit ihr spielen als mit ihm, ehrlich gesagt. Ja, gut. Ich denke mal, die sind schlecht. So. Nachtmare. Mutter hat mir von ihnen erzählt. Ich dachte nicht, dass es sie wirklich gibt. Nachtmare? Ja. Sie verursachen Albträume. Oder sind sie Albträume? Vergessen. Nein, sie verursachen Albträume. Aber eigentlich setzen sie sich nachts auf deine Brust drauf. Und das ist eigentlich nur ein uralter Aberglaube. Was ist das denn hier? Man nicht. Ich will zwar nicht ihre Sachen kaputt machen, aber. Was haben wir denn hier? Nehmen wir noch mehr einen Schatz mit auf dem Weg nach. Nach Hause ist gut. Auf dem Weg raus. Ein Talisman gewährt einen Gesundheitsschub. Okay. Kann man den irgendwie vergleichen? Was habe ich denn jetzt drin? Vitalität, Abwehr, Glück. Ich habe jetzt das ausgerüstet, ne? Okay, nee, dann ist das, wenn ich das richtig gesehen habe, nicht gut genug. So. Ich soll dem Licht folgen, ja toll. Da drüben! Was denn? Was denn da drüben? Jetzt kommen wir schnell zum Berg. Ich kann gar nicht glauben, dass ich hier bin und all das tue. Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich käme nie aus unserem Wald raus. Oder manchmal sogar aus meinem Bett. Für deine Krankheit konntest du nichts. Oh, ich weiß. Ich wollte einfach nur sagen, das hier ist toll. Folgen Sie der Anzeige. Ach ja, das ist die also vom Hexenkompass, die Anzeige, die ich gesehen habe. Ah. Da ist der Berg. Sieh mal, wie nah wir sind. Wir treiben ins Meerwasser. Tun wir das? Riechst du es nicht? Wenn dieser Geruch das Meer ist, dann stinkt es. Abwasserkanal. Sieh doch mal, das ist Thor. Thor. Gott des Donners. Genau. Du hast zugehört, wenn Mutter von Göttern sprach. Habe ich selten. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Oh, das klingt nach Baldur. Baldur. Ein Asengott, Sohn von Odin und Frigg. Und Odin ist der König. Das stimmt. Warum? Doch nur so. Kann ich das? Ich kann Runen sehen, da. Auf der Brust. Sie sind kaum zu erkennen. Ja, komm. Noch ein bisschen. Und nun? Da steht,
opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Wirst du es tun? Der ist gar nicht so doof. Ups. Die Axt kommt nicht zurück. Ach du heilige Scheiße. Festhalten, Junge! Was ist das? Es ist die Weltenschlange. Deswegen ist sie so groß, ja? Dankeschön. Bleib ruhig, Junge! Bin ich! Das ist toll! Was sagt sie? Keine Ahnung. Das war unglaublich. Hey, da drüben ist ein Schiffswrack. Siehst du? Und da ist die Torstatue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Oh, deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Und da ist der Berg. Sieh nur, das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum Goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hä? Und da ist sogar ein Dock. Da, neben der Flagge. Das ist schön. Und wo soll ich jetzt anfangen? Dock, oder? Wir sind die Ersten, die seit wer weiß wann darüber gehen. Kennst du diese Schlange? Sie gehört zu den Riesen und ist so groß, dass sie die ganze Welt umspannt und sich ins eigene Ende beißt. Etwas übertrieben. Ich weiß nicht. Sah verdammt groß aus. Ja, irgendwie schon, ne? Wie lange glaubst du, ist das schon hier? Eine sehr lange Zeit. Ja, dann würde ich fast sagen, was ist denn da hinten im Wasser? Da muss ich auch mal gucken. Dann würde ich fast sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich weiß nämlich nicht, wie lange das Ganze noch dauert mit der Tempeluntersuchung und so weiter. Diese Schlange, die hat es mir irgendwie angetan. Ich würde echt gerne wissen, was sie für eine alte Sprache gesprochen hat. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.